Diesen Malus will ich nicht mehr haben. Moment, bin ich hier eigentlich richtig? Unter anderem könnte das sogar richtig sein, so. Ich gehe jetzt aber mal lieber hier lang. What the hell? So, den Shia sammeln wir mal nicht ein. Ich hoffe, dass man auch wirklich diesen Punkt, den Aussichtspunkt hier drin, dass man den hier drin hat, wenn nicht, dass er doch irgendwie außen ist. Huch, nee, das ist ja falsch. Folgt ihn jetzt einfach mal hier, weil der hat hier Ahnung. Ja, die. So, komm. Nicht lang rumstehen. Boah, hier ist er. Genial. Wir sehen zwar nur das Innere der Höhle, aber immerhin. Wir haben ihn. Und jetzt ist die Aufgabe ein weiterer. Achso, wieder der. Ja, wie gesagt, wir teleportieren uns hier hin, ne? Boah, da bin ich aber recht glücklich, dass ich das jetzt geschafft habe. Das war echt so eine. Ein Akt, diesen Punkt zu machen. So, einen Moment. Das war echt ein richtig heftiger Akt, ne? Blöde Höhle, weil da ist ja einmal dieser Veteran, dann ist da noch ein Gegner hinter dem Veteran und diese beiden, die machen schon recht viel Damage, wenn man dann nochmal reingeht in die Höhle, also weiter reingeht, dann hat man nochmal zwei Gegner, die man nicht sieht, die einen angreifen, die einen auch nochmal fertig machen. Das ist, diese Kombination einfach, da verreckt man. Aber das funktioniert ja doch. Aber das kennt man ja auch von mir. Mit einem zweiten Anlauf klappt es dann einfach besser. Achso, die Pflanze ist nicht mehr benutzbar. Gut. Eisbrutwolf, hallo. Vor allen Dingen hier muss man in diesem Gebiet Level 17 ist, wenn kommt man hierher. Ne? Wenn man Level 17 ist, dann ist man hier recht gutes Level. Wir sind schon Level 38 und werden hier voll krass auf Level 17 runtergedowngraded. Runtergedowngraded ist auch ein geiles Wort. Aber schon heftig, wie überlevelt wir für dieses Gebiet sind. Aber ist auch gar nicht schlecht, weil dann können wir hier ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und haben gar keine Probleme. So, wie sieht es aus? Genau, und ich habe gleich noch mehr Gold. So, die Wegpunktmarke haben wir. Seid stets eurer Crew treu. Diesen Heiligen soll mir jetzt ansprechen. Seit die Verderbnis der Eisbrut die Hauptstraße blockiert hat, muss der Verkehr auf diese gefährliche Nebenstraße umgeleitet werden. Das zusätzliche Risiko beeinträchtigt den Handel mit Löwenstein und es ist schwierig geworden, auch nur den nötigsten Bedarf zu decken. Wir müssen die Sicherheit der Straßen verbessern, damit der Handel wieder in Schwung kommt.
Müssen wir das? Aber sicher müssen wir das. Dann helfen wir. So, stellt Jotun-Waffen. Stehlt Jotun-Waffen. Beschützt Reisende, haltet feindliche Kreaturen von der Straße fern. Und wahrscheinlich auch, genau, Markierungen und so. So, feindliche Kreaturen, du bist eine feindliche Kreatur. Händler. So, Händler. Mehr Arbeit? Arbeit. Lasst sehen, ob ihr Geld dabei habt. Lasst ein Unrecht nie zu bösen. Arbeit. Und heilen. So, jetzt noch ein Jotun. Das war mal einer. Oh, da ist noch einer. Halt mal nicht rum. Bäm. Sound ist wieder weg. So, dann nochmal hier müssen an der Straße gucken. Ob hier noch was ist. Weiß gar nicht, wie weit ich gehen darf. Aber hier sieht es nämlich danach aus, als wäre hier noch ein Jotun. Deswegen bin ich wohl auch richtig. Nein, ich bin nicht... Oh, boah, wie assi. Weil genau da ist natürlich auch das Gebiet zu Ende. Boah, mich doch verarschen. Kann ich diesen Jotun nicht mehr abschießen, weil das dann nicht mehr zählt. Aber den hier. Jetzt haben wir wieder allgemein Gegnermangel. Voll geil. Da sind voll die Wölfe drin. Boah, ich dachte schon, ich pull jetzt alle. Hä? Der ist einfach nachgespawnt. Jetzt kann ich jetzt einfach diese Quest hier abfarmen, weil die Gegner hier so schnell nachspawnen. Nee. Das ist ungünstig. Ganz ungünstig.
gut, das hat noch funktioniert. Aber das habe ich nicht bemerkt, dass da einfach so ein Veteran rumstand. Schon wieder der nächste Wolf. Jo, geil, wie man die einfach hier doch abfarmen kann. Ja, und natürlich genau drauf geschossen. Kein Problem. Und der geht noch ein bisschen tiefer, ne? Also so tief ist auch nicht. Oh, da spawnt schon der nächste. Aber da ist auch schon einer. Okay, wir greifen nochmal den hier an. Der ist nämlich ziemlich nah an der Straße. Und dann den Jotun, der Wichtige. Ich glaube sogar, das reicht, wenn ich den töte, oder? Nicht ganz, ein Wolf fehlt. Ein einziger Gegner, egal ob es ein Jotun oder ein Wolf ist, aber ich denke mal, dass Wolf realistischer ist, weil die hier nämlich relativ schnell nachspawnen. So, dann nehmen wir den hier. Na, Text, hallo, erscheine da. Nicht übel. Ich muss zugeben, ihr habt uns bei der Umleitung der Löwenstraße nach Jotun-Gebiet durch Jotun-Gebiet sehr geholfen. Für eure Anstrengungen gebühren euch Anerkennung und Ehre, Löwengardistin Nadel. Ja, sehr schön. Ich gucke jetzt genau dahin, will und wo. Ach da, ich guck genau drauf. Hier im Busch, da ist nämlich noch jemand, da ist ein Speer. Vor langer Zeit, als wir nach Süden kamen, wendete sich Jormark gegen die Geister und nahm uns die Eule. Einst beschützte sie dieses Land und nährte alle unter ihren mächtigen, lautlosen Schwingen. Jetzt sind nur noch wir da, um das Land anstelle der Eule zu beschützen. Doch eine tödliche Kälte kommt über die Schneekohlenhöhen und wir sind zu wenige, um sie abzuwenden. Alles klar. Das heißt, dass wir jetzt ein wenig retten werden, was wir so können. Okay, da aber, ne? Wo sollen wir jetzt hin? Achso, nö, dann gehen wir doch den Weg entlang, ne? Da ist das Herzchen, da ist noch eine Sehenswürdigkeit, da ist noch so ein... Da kommen wir dann gut vorbei, ja. Doch. Du kleines, blöder Wolf. Ich hasse dich so sehr, dass du jetzt sterben wirst. Oh yeah, hier sind wir schon Level 19, ja? Das ist, ziemlich hartes Gebiet. Hallo? Wollte gerade sagen. Hier hätte man ja auch schon eine Herzchen-Mission hinstellen können, so, ja, bitte mal die Söhne des Vanias nochmal. Weil hier ist ja so viel von denen. Aber nein, jetzt muss man sich hier durchkämpfen. Aber das Durchkämpfen werden wir erst nächstes Mal machen. Dann holen wir uns den Punkt.
Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, ja, was ich dann jetzt eigentlich noch vorhabe. Denn wir machen nämlich jetzt noch einen Stufenaufstieg. Auf Stufe 39. Und zwar sind wir hier Stufe 39 und können uns eine Belohnung wählen. Oh, sogar eine, die besser ist, also mit besseren Items, so. Kraftpräzision, Achso, da ist aber was anderes drauf, oder? Da ist... ich glaube, ich nehme das hier. Und wir haben seltene Ausrüstung, können wir jetzt benutzen. Und die haben bessere Werte. Und mit Stufe 40 sieht man hier auch schon, wir können dann einmal Kapitel 4 der persönlichen Geschichte machen. Verlies. Einmal Verlies betreten, aber das alles, Verliese, weiß ich nicht, das werden wir wahrscheinlich nie im Leben irgendwie hinkriegen. Vielleicht ja doch.